So, hallo. Ein Freund von mir ist gekommen und hat mir seine aufgeplatzte Jacke gebracht. Und da kommen noch die Fäden raus. Und ich wollte euch jetzt zeigen, wie man solche einfachen Risse reparieren kann. Weil es total einfach ist. Deswegen wollte ich es euch jetzt mal zeigen. Man muss nicht immer alles wegschmeißen, muss auch nicht immer alles zur Schneiderin bringen. Außer man möchte natürlich. So. Ich zeige euch jetzt, wie ich den Matratzenstich mache. Hier ist wirklich nur die Naht aufgeplatzt. Das Material ist nicht kaputt. Das ist wichtig. Ja, wenn der Stoff hier kaputt wäre, wäre es ein bisschen schwieriger. Aber ich brauche nicht mal die Jacke auf irgendeiner Seite öffnen. Es reicht absolut, den mit Matratzenstich wieder zu schließen. Der funktioniert so. Ich habe mich hier, wo die Naht aufgeplatzt ist, habe ich mich von innen hineingearbeitet und habe den neuen Faden mit dem alten Faden verbunden mit mehreren Knoten, damit das nicht an dieser Stelle, es wäre dann eine Sollbruchstelle, wieder aufplatzt. Ich habe leider aktuell keinen grauen bzw. dunkelgrünen Faden, aber am Ende wird man es nicht sehen. Also, man fängt. Ich versuche das jetzt mal. Ich fange jetzt einfach bei meinem letzten Stich an. Man sieht sogar noch die Einstichstelle von der alten originalen Nadel. Das ist gar nicht so einfach zu zeigen. So. Suchen wir jetzt hier das alte Loch gegenüber von der Austrittsstelle. Auch wie das am Ende funktioniert. Ich werde jetzt einmal ein bisschen weiter arbeiten und werde euch dann zeigen, wie der Matratzenstich dann am Ende aussieht und wie das unsichtbar zusammenhält. So sieht das jetzt aktuell aus. Es ist im Prinzip nur ein hinauf, hinunter, hinauf, hinunter, hinauf, hinunter, hinauf, hinunter. Und jetzt muss ich es mal festziehen, um zu schauen, dass diese zwei, also diese zwei Nähte aus der Originalnaht nachher wieder perfekt zusammenpassen. So, ich habe das jetzt minimal wieder aufgetrennt. Auch das gehört dazu, damit diese zwei Nähte später wieder perfekt aufeinander passen. Das tun sie jetzt. Und jetzt mache ich noch den Rest der Öffnung und dann zeige ich euch, wie das Endprodukt ausschaut. So, ich komme jetzt gerade zum Ende. Es sind jetzt noch so 4 bis 6 Stiche übrig. Und hier ist ein Faden, der noch hängt. Also das ist ein originaler Faden. Den würde ich nicht abschneiden. Ich werde jetzt das fertig machen hier. Werde dann unter die Nahtzugabe stechen. Also hier drunter. Ich hoffe, das kann man sehen. Und werde in der Nähe dieses Originalfadens ausstechen. So. Werde dann, also auf der Innenseite, oh, ist das schwer zu zeigen. Ich steche unter die Nahtzugabe in und ein bisschen unter der Nahtkante ein. Werde das mit dem Originalfaden verknoten, damit es möglichst fest ist. Und dann werde ich den vernähen und in der Naht verstecken. So, und jetzt noch ein cooler Trick. Ich habe das jetzt verbunden, habe das Ende vom Originalfaden über meine Nadelspitze gerollt. Muss nicht besonders fest sein, soll nur den Großteil davon mitnehmen. Und jetzt steche ich in die Naht, in die alte Naht hinein. So, und jetzt ist der Faden unten draußen, also unten vernäht. Und jetzt ziehe ich ein bisschen dran, schneide ab und er versinkt jetzt in die Naht zurück. Thank you.
Okay, und das ist jetzt die fertige Naht. Kann man das sehen? Da überlappt es gut. Es war von hier an bis hier aufgeplatzt. Und jetzt ist es wieder zu. Yay! So, ich hoffe, euch hat das gefallen, dieses Mini-Mini-Tutorial, und zeigt, dass man viele Dinge auch selber lösen kann und nicht zum Schneider bringen muss oder ähnliches. Und wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!